Ich muss aufhören, Sachen im Internet zu posten. Das ist wirklich, diese Rubrik ist nicht gut für mich. Das kann nicht sein. Das ist so, ich sollte nie wieder was teilen. Und vor allem musst du jetzt aufpassen, was du sagst, weil wir haben danach telefoniert, als ich das Foto gepostet habe. Ja, ich würde jetzt auch gar nichts Gehässiges sagen. Außer? Nix außer. Okay, da bin ich gespannt. Kann er was Nettes sagen? Ja. Ich weiß, was du letzte Staffelpause getan hast. Nee, was machst du denn hier? Warte, jetzt kannst du ein bisschen mitmachen, sonst wirkt das total künstlich. Ja, aber ich stehe hier da wie ein Idiot. Ich war gerade noch in dem Moment, dass ich versucht habe zu verinnerlichen, welche Haltung wir jetzt einnehmen, um den Leuten zu erzählen, wo wir gerade sind. Ganz ehrlich, ich stehe da wie ein richtiger Lügner, wenn ich hier so tue, als wenn ich dich das erste Mal sehe seit langer Zeit und du reagierst null, wie eine demente Oma. Wer sind Sie? Ich habe vor einer Sekunde in die Hände geklatscht, dass wir loslegen können und du sagst, nee, was machst du denn? Das ist ja, wir können ja nochmal machen, okay, pass auf. Kannst du da adäquat drauf reagieren? Sag mal, was machst du denn hier? Aber jetzt fühle ich mich voll. Ja. I'm not your monkey. Ach so, ja, interessant, aber wenn du das mit mir machst, ist das okay. I'm not your monkey, Mr. Yeah. Winterscheid. Das Video habe ich gesehen. Weiter geht's. Weltland Berlin, immer für Sie da. Ihr fällt in der Brandung. Da muss ich wirklich sagen, also es gibt wenige Momente, wo ich dann immer so denke, so, da bist du bist ein Genius. Also du hast so ein Pflichtbewusstsein, du liegst da, wahrscheinlich, wo warst du, beim Zahnarzt? Ja. Beim Zahnarzt, high as fuck, ja aber dass du da noch so professionell bist, dass du denkst, oh, ich habe noch keinen Teaser für die Sendung aufgenommen. Ja. Und dann sagst du, egal wie ich drauf bin, das muss jetzt noch passieren, da habe ich richtig Respekt vor dir. Propofol. Propofol und? Ja, und dieses E-Fentanyl oder so heißt das. Das ist aber ganz normal, das kommt in jede Vollnarkose rein. Problem ist, wenn ihr zu Hause ein bisschen Fentanyl noch rumliegen habt, nehmt das nicht. Weil es ist so, dass es die Atmung lähmt. Das ist das große Problem. Ah, da muss man unter Beobachtung sein. Naja, du brauchst einen Schlauch im Mund. Ah, okay. Und dann ist das natürlich was man unter den Umständen einer OP, ich will jetzt nicht sagen genießen kann, aber es ist auszuhalten. Es ist wild und deswegen gut. Aber was vielleicht auch wichtig ist, wenn ihr jetzt sagt, warte mal, er hat gerade gesagt, das sollen wir nicht nehmen. Aber danach hat er gesagt, ich habe ja einen Schlauch im Mund. Auch wenn ihr jetzt einen Schlauch zu Hause habt, solltet ihr nicht darüber nachdenken, das jetzt auszuprobieren. Gesagt, weil ihr einen Schlauch zu Hause habt und euch den in den Mund schiebt, das verändert erstmal gar nichts. Grundsätzlich solche Sachen immer nur mit eurem Arzt machen. Christian, warum hast du einen Schlauch im Mund? Nur mit eurem Arzt machen. Und wenn ihr denn einen Arzt habt, der das nicht macht, wir kennen Ärzte, die machen das auch einfach so. Wir kennen nicht so eine Ärzte. Kennen wir nicht, keine Ahnung. Kennen wir nicht. Also da frage ich mich, also manchmal ist es wirklich so, wenn ich dich länger nicht sehe, ne? Und du bist irgendwie alleine und hängst hier in Bayern, immer bist du ja immer, ne? Mhm. Und manchmal denke ich wirklich so, wenn ich nicht regelmäßig zu dir Kontakt habe, um dich wieder zurückzuholen in die normale Welt, wirst du mir praktisch verrückt. Wie ist er da jetzt angelangt? Ich mache mir dann eher Gedanken über deinen Zustand sozusagen, wie du denkst, dass das jetzt eine gute Idee ist. Also du bist neuerdings Pfeifenraucher oder was ist los? Ganz ehrlich, da drehen sich die Leute hinter der Kamera weg und schütteln mit dem Kopf. Was ist denn mit euch los? Das ist wirklich, ich kann in meiner Freizeit, also A, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Ja? Wenn ich dann Bilder davon mache, ist das auch meine freie Entscheidung. Und wenn ich das dann posten will, weil ich wissen will... Jetzt redet doch keiner darüber, ob das jetzt eine freie Entscheidung ist. Wir wollen aber ich werde hier gerade so quasi übers Lachen angefeindet. Merkst du das nicht? Du bist wie der Gottschalk. Man darf hier wohl gar nichts mehr sagen. Also, sag doch keiner was. Kannst ja machen. Ja, aber wie das so ist im normalen Land... Dann darf man das auch kommentieren. Ja, natürlich, aber gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, ach, weißt du, hätte ich das Foto nicht gepostet, wüsste es keiner und ich hätte ein dreckiges Geheimnis für euch. Das war die Pfeife von einem Freund, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und ich wollte wissen, wie es aussieht. Das ist die wahre Geschichte hinter diesem Bild. Die haben alle Pfeife geraucht, mit denen ich da die Berge hoch bin. Was kennst du für Leute? Ja, weiß ich auch nicht, ich war selber auch total überrascht. Aber das riecht so gut und ich habe noch nie in meinem Leben hast du schon mal eine Pfeife gezogen? Also so richtig so mit gutem Tabak, der so toll riecht? Nein, mit Tabak nicht. Nee. Aber das war für mich eine richtige herbe Enttäuschung, weil das riecht so unfassbar geil und schmeckt so widerlich. Ja? Ja. Aber du bist, ich möchte nur eines ausschließen, du bist jetzt nicht so ein, ich sag mal, so halbrechter Traditionalist oder sowas. Bitte? Ich frag ja nur. Also, dass ich dir das beantworten muss, das macht mich richtig traurig. Lieber Vorsicht als... Als Nachsicht, ja. Also, ich frag nochmal. Ich frag nochmal einmal so, damit wir es wissen. Bist du rechtsextrem? Nein. Gut. Am Ende trägst du eine Tracht und zack ist man in der CSU. Das wird nicht passieren. Gut. Guck mal, hier zum Beispiel, da machst du es jetzt wieder über die Sexy-Schiene, ne?
Was denn für eine sexy Schiene? Ja, halt so ein bisschen mit der Fantasie der Leute spielen hier. Was? Oder? So. Was bist denn du für ein krankes Schwein? Ist ja ein bisschen angesehen. Jeder fucking Typ postet irgendwelche Bilder aus der Eistonne und dann poste ich eins und dann heißt es, ich komme über die sexy Schiene. Dafür muss er mal grundlegend... So geile Schulterfreiheit. Sieht aus wie die Kanzlerin in Bayreuth. Die Frage ist, ob dich das erotisiert und ob du... Weiß ich nicht, also keine Ahnung, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht? Hast du gerade gesagt, vielleicht? Der muss auf mich wirken, dann jetzt vor allen Leuten hundertprozentig nicht. Das finde ich interessant. Ja, wer weiß, also keine Ahnung, Sexualität verändert sich ein Leben lang. Ja, wer weiß, wo ich mal ankomme. Das ist für mich nur eine Erkenntnis, für die objektive Erkenntnis, dass du praktisch die Beauty-Schiene in unserem Alter noch nicht komplett aufgegeben hast. Weil normalerweise ist man ja eigentlich... Entschuldigung. Weißt du, man müsste doch eigentlich wie so Fußballer, weißt du? Mhm. Da hat man, also die körperliche Zeit ist irgendwann vorbei und dann wird man Experte. Geht bei mir jetzt erst los. Dann wird man Experte. Meine körperliche Zeit startet jetzt gerade. Wir sind jetzt ja eher, altersmäßig, ja, oftmals vielleicht auch nicht, sind wir jetzt im Bereich, wo wir, wenn wir jetzt, weißt du, wo die körperliche Zeit eigentlich vorbei ist und wir jetzt eigentlich in den Expertenbereich kommen, wo wir über andere reden, die im körperlichen Bereich sind. Also meine körperliche Zeit geht jetzt erst los, da bin ich mir 100% sicher. So, hier hast du mit unserer gemeinsamen Freundin rumgehangen. Ja, Sabine. Sabine. Da muss ich wirklich sagen, Sabine fehlt mir. Ja. Weil ich so wenig in Berlin bin. Ich sehe die jeden Tag eigentlich. Du siehst sie jeden Tag eigentlich. Und wenn ich sie dann sehe, ist es wirklich so, also herzlicher kann man jemanden nicht begrüßen, als Sabine einen begrüßt. Es gibt auch immer diese, ich weiß es von Looney Tunes oder so, dieses Mädchen, die immer ihre Kuscheltiere so doll drückt, bis sie tot sind, ne? Ja. Also ihre Haustiere. Und da hast du Angst, dass Sabine das mit dir mal macht? Sabine freut sich manchmal so doll, mich zu sehen, dass ich Luft nötig habe. Muss dann so tappen, wie beim Wrestling, dass sie loslässt. Ja, es kommt dann einer und muss hier so dreimal auf die Schulter laufen. Ist vorbei, ja. Aber gibt es ein herzlicheres, ehrlicheres Lächeln als das von Sabine? Nee. Das ist wirklich, das finde ich so schön. Sabine ist wirklich ein Sonnenschein und wir sind froh, dass wir sie haben. Ja. Ja, aber Sabine hat letztens mein Büro aufgeräumt und das finde ich gar nichts mehr. Das ist gut, ne? Ja. Wie findest du meinen brennenden Hut? Das ist so gut. Guck mal bitte. Also du guckst sexy, danke. Heiß. Danke. Heiß, ja. Und heiß ist es sowieso. Es wurde auch sehr heiß. Und es brennt auf deinem Kopf. Ja, das wurde auch dann sehr heiß. Das ist ja klar, wenn der Kopf brennt, dass er irgendwann warm wird, das ist ja erwartbar. Aber machst du das dann, also wie machst du das? Ziehst du dann irgendwo dran und dann geht der Kopf auf und dann kommt das Feuer raus? Nee, da war einer mit Fernbedienung. Und der war in deinem Kopf? Genau, ein ganz kleiner Mann. Ja. Ja, Peter Maffay. Ja. Peter Maffay hat mit so einem Fernzünder unter dem Hut gesessen und hat dann gesagt, jetzt ist es soweit. Aber dann würde das ja bedeuten, wenn der sonst in so Fernsehshows ist, bauen die dann alles so ganz klein für Peter Maffay und dann bauen die, also setzen die es danach in so eine Relation, dass das so wirkt, wie dass er genauso groß wie alle anderen ist? Genau, ja, der kriegt halt so ein ganz kleines Motorrad, mit dem kann er anreisen. Das ist so ganz klein. Weißt du, was ich daran unfair finde? Mhm. Er wohnt ja auch hier in Bayern, ne? Und die Grund- und Bodenpreise hier in der Gegend sind jetzt nicht ohne. Mhm. So, der braucht natürlich viel weniger Quadratmeter. Absolut, ein Quadratmeter. Ein Quadratmeter reicht ihm. Der hat halt Gefühl, kann er da die Äcker bestellen und kann da irgendwie eine Riesenanlage drauf bauen. Der hat seine komplette Kohle bei Farmville gemacht damals. Krass. Ja. So. Ich muss wirklich mein Leben verändern. Ja, ich bin Igelbotschafter und stolz drauf. Igel sind Tiere, die Stacheln haben. Die haben keinen Leumund, die haben niemanden, der sich um sie kümmert. Und da habe ich gesagt, das mache ich dann. Ist das jetzt so eine, ich sag mal, bedrohte Truppe oder was? Was haben die denn? Wo ist das Problem? Die haben keine Rückzugsorte mehr. Die Laubhaufen oder was? Ja, genau. Muss man da Laubhaufen machen? Man muss Laubhaufen machen. Gibt es jetzt weniger Laub oder was? Nee, aber die Leute blasen das dann mit ihren Dingern zusammen, dann gibt es dann Laubsauger, dann saugen. Laubbläser. Ja, dann laufen. Und dann saugen die das auf und dann ist es weg. Und dann haben die kein Zuhause mehr. Das ist tatsächlich eine kulturelle Sache, dass die Leute immer denken, Laub ist so hässlich. Ich will das nicht kleinreden. Nein, aber die Igel. Ich finde die auch süß. Ich finde die mega niedlich. Und bei uns ist immer ein Igel, ne, bei mir in der Straße, wenn ich abends spät nach Hause komme. Dann ist der immer über die Straße gelaufen und ich wollte den immer sehen, ich habe den nie gesehen. Und dann habe ich mir gedacht irgendwann, ey, wenn ich so Laubhaufen im Garten mache, vielleicht kommt er zu uns. Und tatsächlich hat er bei uns überwintert. Keine Ahnung, wie er heißt, ich habe ihm auch keinen Namen gegeben. Ich weiß auch nicht, ob das der Igel ist, den ich immer auf der Straße gesehen habe, aber wir hatten den Igel im Garten im Winter und da bin ich sehr stolz drauf. Für mich jetzt schon ein Disney-Film. Ja. Ich kann doch mal normale Fragen stellen. Ja. Geht es nur darum, dass Leute zu viel den Garten aufräumen? Ja. Das ist das einzige Problem. Das ist das einzige Problem.
Ja, also das halte ich für lösbar. Ja, denke ich auch. Deswegen habe ich gedacht... Das ist das einzige Problem. Wenn die Leute sagen, wir räumen weniger den Garten auf, 100%. Sind Igel wieder sofort wieder... Und wenn sie vielleicht sogar noch sagen, wir räumen nicht nur weniger auf, sondern wir machen sogar noch irgendwo so eine Fettecke, ja, so eine Drecksecke und schieben da das Laub hin, dann ist das ein Paradies für alles Kleingetier und damit auch ein Paradies für alle Igel und auch für tausend andere kleine Tiere. Du bist... Für mich ein guter Igelbotschafter, weil du hast mir das Problem klar gemacht und ich halte das Problem für sowas von klein. Ja. Das ist ja ein richtiges Schwachsinnsproblem, ey, von denen. Ja, danke, dass du dich da nochmal so mit positionierst, finde ich gut. Ja. Namen aller Igel. Genau. Ja. Und da bist du auf der Jagd nach einer Trophäe, die du wahrscheinlich dir gerne, da wo du gerne den Kopf auf so ein Holz genagelt hättest und dann zu Hause neben die anderen gehangen hättest. Wen denn? Da bist du auf der Jagd nach Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, ja, die dumme Sau. Das erinnere ich noch sehr. Penner, ey. Das war ja bei den Aufzeichnungen von Wer steht mir die Show hier. Das ist Backstage, wo du ihn da jagst. Genau. Ich habe Schmidti jetzt bestimmt 2 Monate nicht gesehen und ich erreiche ihn auch nicht. Ja. Okay, krass. Hier hängst du mit unserem gemeinsamen Freund Olli Schulz und das ist so ein bisschen, als wenn du, entweder machst du mit ihm Schluss und du sagst so... Ja, Olli hat mir ein Lied geschrieben da. Manchmal, da wäre ich gern ein Auto. Ein Auto, in das nur du reinpasst. Wir fahren gemeinsam durch die Straßen. Es ist so schön, wenn du mein Lenkrad anfasst. Olli hat mir für mich extra ein Lied geschrieben und das hat er mir da vorgetragen, a cappella. Schön, ich finde, dadurch, dass wir ja nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen können, weil jeder macht so sein Ding irgendwie, ne? So ist das, wenn man alt wird, ne? Dann geht man nicht mehr jeden Tag in Kreuzberg in der Wiener Straße im Bierhimmel, ne? Wie früher. Wie früher, ja. Das kann man jetzt nicht mehr jeden Tag machen. Ich glaube, da hast du mir sogar Olli vorgestellt. Im Bierhimmel? Ich meine, wir waren in so einer Kneipe, da hast du gesagt, du komm heute Abend mal vorbei, da muss ich einen Typen vorstellen, der ist cool. Ja, Olli war mein Nachbar und ja. Olli und ich haben uns kennengelernt, weil wir einen Sommer lang jeden Tag da waren. Ja. Also ich möchte mich von dir verabschieden. Nein, von den Leuten. Von den Leuten? Ja. Okay, tschüss. Und ich wollte dir noch sagen, am 9. April geht die neue Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben los. Ich weiß es. Ich bin der Klaas von Joko und Klaas. Den musst du das erzählen. Ja. Am 9. April gibt es Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir freuen uns sehr. Ne? Unser Freund hier, der trinkt jetzt mal ein Glas Wasser. Dann kommt die Maschine da auch wieder in Schwung. Und wir freuen uns auf euch. Ganz doll. So macht man das. Ganz normal. Bla, bla, bla. Herzlich willkommen. Aber kommst du dann auch? Okay. Weil du hast es jetzt ja den Leuten gesagt. Ich komm auch. Du bist da. Mhm. Okay. Wir können ihn jetzt holen. Gut. Nee, ich habe noch einen Moment, habe ich noch. Nee, ich habe noch wirklich. Lass den Stuhl da stehen, wir tragen ihn einfach rüber. Klaas, ich habe noch 5 Minuten. Bitte gib mir noch 5 Minuten. Ich will noch 5 Minuten hier bleiben. Ich lese dir gleich noch was vor und dann. Geh ich schlafen? Ist Ruhe. Heute schon so früh? Ja, heute ist es. Kurz vor 4. Ich ganz spät schon. Wir haben kurz vor 4. Jetzt schon. Dann komm mal mit jetzt. Komm mal hier. Wohin gehst du? Hier, das ist mein Zuckermessgerät. Wo gehst du hin? Komm jetzt mit.